Okay. John Elliott eliminieren das Gebiet der Kundengelegenheiten, identifizieren Schwester der Versorgungsgelegenheit. Junge, hast du Gelegenheit für eine? Wie bitte? Genau. So. Wie stelle ich es an? Also, was ich mir cool vorstellen könnte, als er gesagt hat, einen neuen Kadaver bitte, das muss doch eigentlich die Möglichkeit geben, sich selbst als so da reinkarren zu lassen, oder? Geht auch eigentlich nicht anders, oder? Spoil doch nicht. Also, wer jeder, der sich das jetzt nicht denken konnte, ne? Mehr brauche ich nicht zu sagen, oder? Okay. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie was ging. Aber wir werden es rausfinden. Bestimmt. Keine Angst. Ich bin da zuversichtlich. Vor allem, wenn du am Controller bist. Bei mir wäre ich ja nicht ganz so zuversichtlich. Hat du Hunger? Nö. Hätte mich auch gewundert. Das ist einfach nur Magengegrummel. Ach so. Standard-Magengegrummel. Ja, wenn's... Nachdem er vollmündig gegessen hat. Vollmündig? Vollmündig, ja. Wie heißt das? Ordentlich ist ja... Deshalb habe ich mich mitten im Wort noch unterbrochen. Ich wollte eben ein schönes Dingswort nehmen. Ausgiebig. Lukas Deutsch, bitte. Lukesisch. Yes, es ist eine einzigartige Sprache, die ich einfach so... Ja, da kommt gleich ein Pfleger ums Eck. Ja, es ist mir egal. Ist mir egal. Mir geht's ums andere Eck, die Treppe hoch. Ja, ich weiß. Okay. Deswegen habe ich mich auch versteckt. Ah, okay. Alles seinen Sinn. Sah irgendwie gerade so aus, als würdest du auf den anderen nachgeben und nicht auf den da. Ich habe den schon gesehen. Genau, was ich sagen wollte. Zick, identifizieren. Ui. Junge Arzt, Vorteil, schaltet einzigartigen Attentat frei. Nehmen Sie den Platz einer Leiche ein, um den Operationssaal zu erreichen. Strategie, die Leiche verstecken. Fällt auch überhaupt nicht auf, dass dann auf einmal einer... Oh, ich hätte ihn töten sollen. Können. Ich hab's gehört. Das war mein Plan. Und? Bye, bye. Doch nicht. Lukas und seine Fantasien. Ich hab vergessen, dass wir zu Jacob gewechselt haben. Ja. Das stimmt. Hab ich wirklich. Hast du gesehen, wie es ging? Da, unten durch. Yo. Yo. Hab ich nie dran gezweifelt. Bin ich blöd oder bin ich blöd? Wo ist denn der Schlüssel? Yeah. Aber ich bin ja eigentlich schon drin, ne? Das... Ach, halt die Klappe. Diese Frage solltest du niemals stellen. Sorry. Ich krieg heute die ganze Zeit nur solche Steilvorlagen. Das ist toll. Ich bin mir nur gerade nicht sicher. Vielleicht da direkt über die Reling. Oh, Kacke. Ich war eigentlich auf dem richtigen Weg. Eigentlich. Mhm. Eigentlich. Ja, jetzt bist du tatsächlich ein Krimineller. Ich darf nur keine einzige... Ich darf nur keine... Ja und? Wir sind Stufe 4. So viel stärker sind die auch nicht. Oh, hab's gesehen, ja. Solange sie keine Tanks sind. Ah! Den habe ich spät gesehen. Den auch? Ah. Aber bestimmt außerhalb des Lichtfelds. Halt die Klappe. Ich bin Neo. Fast. Wenn du Neo wärst, dann könntest du einfach die Hand hinhalten und sagen... Wie geht's dich? Tschüss, ihr Wichser! Oh, 30er Combo. Yeah. 36. Schön. Danke. Plünen? Ups. Na, da wollte ich hin. Oh, da ist der Schlüssel. Ich muss mir eine andere. Da läuft der Schlüssel durch die Gegend. Ja. Die Infiltrationsgelegenheit. Hallo. Ja, plum. Butzelbaum. Nein. Ui. Ja. Ui, das Medizin bekommen. Ja, wir sind hier Mediziner unterwegs. Hallo? Sehr verehrte Dame. Vielleicht muss ich verstehlen. Nee. Glitch. Fehler der Matrix. Bin mir gerade nicht sicher.
Vielleicht muss sie ja doch. Ah, ja, ich weiß. Oder weiß ich? Weiß ich oder weiß ich? Oder weiß es nicht. Auf jeden Vielleicht Fall. Musst du sie rauslassen. Ja, das... Schauen wir mal, ob es so war. Oh, elegante Bewegung. Danke. Nee, war nicht so. Nope. Nope, die Doodle. Was denn? Er konnte gerade identifizieren, jetzt geht's glaube ich wieder. Ah, okay. Öffne alle Türen in der Anstalt. Wow! Mit der Schwester reden, siehst du? Wenn ich mit ihr rede, öffnet sie alle Türen in der Anstalt. Bitte betrete doch endlich! Du musst nur höflich bitte sagen. Ich drück doch schon L1. Du bist auch fast auf ihr drauf. Madam, hi. Servus. Hi, Madam. Hi. Was ist denn los? Junger Mann, Hilfe! Ich muss sofort mit Miss Nightingale sprechen. So ein Wüstling hat meine Schlüssel und hier ist sonst niemand. Ich komme hier nicht raus. Ihre Schlüssel. Bleiben Sie, wo Sie sind. Ich kann Ihnen vielleicht weiterhelfen. Oh, gut. Ich danke Ihnen, Sir. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich den schon getötet habe. Ja, wo Sie mich finden, Sir. Gehen Sie, Sir. Den Generalschlüssel stehlen. Da vorne ist er. Siehst du? Oh, okay. Mr. Backenbart. Aha. General Backbar. Hab ihn. Hab ihn gefunden. So schnell geht's. Den Generalschlüssel. Ich bin Ihnen sehr dankbar, Sir. That's how I met your mother. Ich werde Miss Nightingale informieren, dass ich nie wieder für diese Ach, stimmt. Die haben ja dann immer Witze gemacht zu General. Ja. Konsulat, keine Ahnung. Ja. Ich komme nicht drauf. Gut. Ist nicht so wichtig. Du Lüde. War das auch ein Ringelingeling? Mhm. Geht's da runter? Ringelingeling? Alle Herzen singen. Ja. Schöne Sache. Ist so ein Generalschlüssel nicht toll? Hammer. Also wenn du hier weiter durch die Gegend schleichst, mitten in der Mitte der Halle durch, dann müsstest du doch eigentlich überhaupt nicht auffallen, oder? Überhaupt nicht. Oh. Yep, ein Dringling. Ja, mein Kukri-Ding dringt gleich in deinen Kopf ein. Wir wollten noch was anderes Kukri. Das mit der gezackten Hinterseite. Sofort. Ja, kein Problem. Kein Problem. So. Ah. Invent. Ah. Ja, mich würde auch wir haben ein neues Kukri und zwar. Angeblich. Das da. Nein. Das hatte eine gezackte hintere Seite. Das weiß ich ganz genau. Ja. Das da. Ja. Ja, benötigen Level 6. Okay. Bitte. Henry's Kukri. Das klauen wir ihm dann. Oha, das war schön. Oha. Giggity. Hi. Nicht zu sehen hier. Ich hasse mein Leben. Also nichts Lebendiges. Du hast dein Leben gut. Wir helfen dir dabei zu beenden. Auf die Nase. Das war die Schocktherapie, oder? Könnte sein. Ja, das war die Schocktherapie. Gern geschehen. Ah, da geht's runter. Ne, und das ist verrückt, also glaubt ihm keiner. Das ist echt fies eigentlich. Stell dir das mal vor, alles was du sagst, wird direkt als abgestellt. Genau, das ist die Leiche. Der junge Arzt ist jetzt eine Leiche. Hey. Der sieht mich nicht. Gott, sind die Typen kurzsichtig. Nein, das haben mich beide gehört. Kann das sein? Ja. Shit. Uiuiuiuiui. Du siehst mich nicht. Geht es? Naja, nee, nicht so ganz. Nicht. Das war Unity Special. Ja. Aber es geht auch so. Ja, vor allem, weil es nicht mehr. Ohne Probleme. Autsch! Der Arzt ist gerade noch da. Naja, aber den K.O. zu schlagen oder. Nee, den soll er nicht. Macht ja keinen Sinn, genau, weil der muss ja die Leiche hinter transportieren. Der geht. Jetzt ist er weg.
Fast. Ja. Come on. Voll unabhängig. You can do it. Okay. Da hinten ist Verstecken. Nein, 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 das bedeutet. Was? Da ist Verstecken, okay. Okay. Ich mit meiner deutlichen Ausspruchsweise. Hält sie bitte! Also, ich versuche halt irgendwie auf mich aufmerksam zu machen. Einmal überlegen, dann passt das schon. Hui, hi. Und tschüss. Fällt doch überhaupt nicht auf. Hier nach Schuhe an. Bitte schön, Doktor. Wir werden unser Experiment in Kürze fortsetzen. Nicht mehr lange und wir können die Gehirne der beiden Proben vergleichen. Und da beide Exemplare eine Neigung zu gewalttätigem Verhalten hatten, sollten wir in bestimmten Bereichen ihrer Gehirne ähnliche Vorstülpungen finden. Leichen tragen doch keine Stiefel. Ich bin ja auch keine Leiche. Endlich endet es. Und doch kann ich nur an einen Beginn denken. Ein besseres Morgen. Geschmiedet mit dem Blut von Visionären. Ich sehe nur das Blut eines Geisteskranken. Glaubst du, einen alten Mann zu töten, hält den großen Architekten der Menschheit auf? Crawford Starrick hat glorreiche Pläne für die Menschheit. Pläne sind dazu da, vereitelt zu werden. Du bist ein Kind. Ein Kind, das glaubt, es könnte das Leid der Welt mit dem Streich einer Klinge beenden. Hast du je über die Konsequenzen deiner Taten nachgedacht, Jacob Fry? Oder hat dich dein Vater gar nichts gelehrt? Hat er das Rotztuch vom letzten Mal immer nicht sauber gemacht? Aha. Das, da waren auch Blutflecken vom letzten Mal drauf. Oder seine eigenen? Ja, manchmal ist er doch noch getroffen.